Du bist der Coolste, der Heißeste und der Mutigste. In der Tat. Du weißt schon, dass ich immer noch hier stehe. Was wollen Sie denn? Oh, die ist echt charmant. Okay, hören Sie, Sie haben Eddies Herz gebrochen. Ich habe nicht die Zeit, Ihnen zu erklären, dass Sie damit völlig daneben liegen. Wissen Sie, wo Venom ist? Wollen Sie etwa auch sein Herz brechen? Ich gehe nicht darauf ein, wer wem was angetan hat. Eddie sagt, er ist vielleicht hier wegen der Schokolade. Es ist dringend, ich muss mit dem Alien reden. Du hast gesagt, da werden keine Aliens sein. Ich meinte nicht noch mehr Aliens. Meldung. Der Bürgermeister hat eine Ausgangssperre. Könnten Sie das bitte lauter machen? Bleiben Sie zu Hause. Cassidy und Barrison könnten bewaffnet sein und werden als extrem gefährlich eingestuft. Die Großfahndung läuft bis in den späten Abend. Und? Cletus hat einen Symbionten. Oh mein Gott, gibt's noch weitere Informationen, die du mir krankhafterweise verschweigst? Pussy. Wie bitte? Eddie braucht Venom. Sie hat mich gerade Pussy genannt. Er sagte, dass er ihn nicht braucht, dass sein Leben besser ohne ihn ist. Ich verstehe nicht. Was interessiert Sie? Oh, eine Sekunde. Du kommst jetzt auf der Stelle da raus. Hast du das gesehen? Ehrlich, hast du es gesehen? Ja, Schatz, habe ich gesehen. Der schwächliche kleine Eddie wird diesen Kampf ganz für sich allein ausfechten müssen, klar? Jetzt sei mal nicht so albern. Geh und hilf deinem Freund. Er sagte, ich würde nicht meinen Job als Kloreiniger kriegen. Cletus wird sich auf die Suche nach ihm machen. Er wird das ohne dich nicht überleben. Selbstverständlich wird er das nicht, weil ich nämlich der Held von uns beiden bin. Ja, du bist der große, sexy Held. Du bist der Coolste, der Heißeste und der Mutigste. In der Tat. Du weißt schon, dass ich immer noch hier stehe. Denn niemand mag dich. Ich liebe es, dich in Aktion zu sehen. Gehen wir's retten, das Arschloch. Ich habe versprochen, dass wir uns davon befreien würden. Und dass wir zu der Kathedrale auf den Hügeln gehen. Eine Hochzeit. Drei Gäste. Einen für jeden von uns. Der Kopf, der mir das Auge genommen hat. Eddie Brock. Und Venom. Eine rote Hochzeit. Du hast sie nicht gefunden? Nun, er will nicht rauskommen. Hey, was meinst du damit? Wir müssen jetzt sofort los. Cletus wird die ganze Stadt auslöschen. Einen Scheiß werden wir tun, bis er sich entschuldigt hat. Also er will, dass du dich bei ihm entschuldigst. Ich weiß, Wiedergutmachung ist nicht jetzt, so dein Ding, und aber... hier soll ich mich entschuldigen? Ich will, dass er bettelt. Gut, ich zeige ihm, dass ich mehr Größe besitze als er. Ich werde immer der Größere von uns sein. Aber fahre fort. Was hat er gesagt? Was sagt er? Er sagt, dass er sehr aufmerksam zuhört. Also gut, dann hör dir das an. Es tut mir leid. Nicht der richtige Ton. Es tut mir leid. Mann! Es tut mir leid. So schräg. Es tut mir leid! Ich weiß nicht, wieso du mich anschreist. Na ja, weil... Oh, na schön. Ich war ein Loser, bevor ich dich traf. Ja, stimmt. Und jetzt bin ich jemand. Durch dich wurde ich zu etwas Besonderem. Verdammt richtig. Pack ein Sahnehäubchen drauf. Ein Sahnehäubchen? Na klar. Ich bedauere aufrichtig alles, was ich gesagt habe, alles, was ich nicht gesagt habe, alles, was ich getan habe. Weißt du, vermutlich alles, was ich nicht getan habe. Ja, er denkt nach. Ach, komm schon. Okay. Oh nein. Küss sie! Wirst du mich jetzt küssen? Nein. Nein? Oh Gott, das werde ich nie wieder tun. Naja, vielleicht nie wieder. Weiß nicht, ganz ehrlich. War nämlich ein Riesenspaß. Wenn wir den Tag retten, können wir uns dann tödlicher Beschützer nennen. Das ist sowas von 80er. Dan, packt schnell, bleibt nicht hier. Und falls sie aus irgendeinem Grund... Feuer und Frequenz. Feuer und Frequenz? Ist das eine Band? Nein, sowas tötet sie. Ja. Thank you.